Wie viele Nobelpreise stecken eigentlich in so einem Handy, fragen mich meine Zuschauer. Die Antwort kenne ich ehrlich gesagt selber noch nicht. Umso spannender wird es heute sein. Wir finden es sicher heraus. Bleibt dran! Okay, heute zählen wir die Nobelpreise und die Nobelpreisträger, das sind zwei verschiedene Zahlen, die etwas zu iPhone-Technologie beigetragen haben. Wie immer hängt das Ergebnis davon ab, wie genau man die Entdeckungen zählt, welche Kriterien eine rein wissenschaftliche Entdeckung erfüllen muss, damit wir sie als relevant genug für das iPhone bezeichnen dürfen. Es gibt natürlich einige offenbare Kandidaten, also die Entdeckungen, die einen Nobelpreis bekommen haben und direkt in einer fast unveränderten Form in jedem Handy verwendet werden. Über solche Entdeckungen werden wir auch reden. Wenn mein Ziel wäre, dir eine Liste von Technologien zu geben, mit Hilfe deren du Burschen oder Mädchen auf eine Party anmachen könntest, laut Statistik steigert übrigens die Erwähnung dieses Kanals deine Chancen um ungefähr 200%. Wenn das mein Ziel wäre, hätte ich mich auf solchen angewandten Entdeckungen fokussiert. Mein echtes Ziel ist aber, dir zu zeigen, wie nicht trivial und vielschichtig das Zusammenspiel zwischen der Technologie und der fundamentalen Wissenschaft in der Realität ist. Wie jede scheinbar nutzlose Entdeckung als ein Faden im verflechten Gewebe der menschlichen Technologie früher oder später seinen Platz findet. Okay, fangen wir zuerst mit den offenbaren Entdeckungen an. Ohne Halbleitertechnologie, ohne Transistoren wäre nichts möglich. Nobelpreis für Transistor 1956, Bardeen, Breton und Shockley. Also, ein Nobelpreis, aber drei Nobelpreisträger. Auch Halbleitertechnologie, Nobelpreis 2000 an Alfjörður von Krömer für Halbleiter-Heterostrukturen und an Kilby für den integrierten Schaltkreis. Definitiv auch dabei. Auch was Augenscheinliches, Nobelpreis für Chemie 2019 an Goodenough, Whittingham und Yoshino für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Akkus. Definitiv in jedem Handy. Nobelpreis in Physik 2014 an Nagasaki, Amano und Nakamura für die Entwicklung von blauen Leuchtdioden. Ohne, glaube ich, wäre die Entwicklung von Handy-Bildschirmen nicht möglich. Ohne CCD-Sensoren wäre die Entwicklung von iPhone-Kameras überhaupt nicht möglich und dafür gab es auch einen Nobelpreis in Physik 2009 an Boyle und Smith. Sie haben eine Hälfte des Preises geteilt und die andere Hälfte ist an Kao gegangen für Glasfasertechnologien und optische Kommunikation. Also noch ein Preis hier. Boyle und Smith sind hier sicher und die optische Kommunikation und Glasfaser setze ich auch auf die Liste. Ohne hätte das iPhone auch nicht stattgefunden. Noch was Wichtiges fast vergessen, 1909 haben Marconi und Braun einen Physiknobelpreis geteilt für die Entdeckung von Radio und die Funktechnologie. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Jetzt habe ich mich entschieden, die Farbe von Glasfasern und optischen Technologien auf Orange zu ändern, da ohne wäre dein iPhone nicht mit der ganzen Welt verbunden. Also definitiv dabei. Also 6 Nobelpreise, 17 Nobelpreisträger, das ist quasi die Liste, die du auf Partys verwenden könntest. Jetzt fangen wir aber an mit der echten Liste. Wir gehen durch alle Nobelpreise in Physik und auch in Chemie und schauen uns an, was da so relevant ist. 1901 Wilhelm Röntgen. Ohne Röntgenstrahlung wäre nichts möglich. Die Struktur von den meisten Materialien ist uns nur dank der Röntgenbeugung, also X-ray diffraction, bekannt. Soll meiner Meinung nach definitiv orange sein. 1902 Lorenz und Zeeman, die Vorläufer der Quantentheorie. Ohne sie wäre es viel komplizierter, die Quantenphysik zu entwickeln, auch die optischen Eigenschaften von Materialien zu verstehen, wie man sie mit Feldern manipulieren kann. Sie gehören hier zumindest in Blau. 1903 Becquerel, Pierre und Marie Curie, die Radioaktivität. Das ist natürlich nicht unmittelbar relevant, aber das hat zum Beispiel die Entdeckung von Neutronen beeinflusst durch
James Chadwick, dafür gab es auch einen Nobelpreis, 1935. Neutronenbeugung verwendet man, um auch Strukturen von Materialien herauszufinden, aber bleiben wir konservativ, das zählt nicht. 1905 Lennard für die Entdeckung von Kathodenstrahlung. Ohne gäbe es keine Elektronenröhren und deswegen keine Transistoren und keine Elektronenmikroskopie. Also zumindest in Blau muss das auch hier sein. 1906 J.J. Thomson, der das Elektron quasi mitentdeckt hat, und dann später auch 1923 Nobelpreis an Millikan. Ohne Elektronen gäbe es keine Elektronikoide. Also diese zwei Nobelpreise setze ich hier in Blau auch. 1913 Nobelpreis an Kamerlingh Onnes, der zum ersten Mal flüssiges Helium in seinem Labor bekommen hat und zum ersten Mal das Phänomen von Supraleitung beobachtet. Das ist nicht direkt relevant, aber flüssiges Helium wird überall in Halbleitertechnologien verwendet. Also zumindest in Blau gehört es hier. Machen wir drei Nobelpreise gemeinsam. 1914 Max von Laue, 1915 Vater Bragg und Sohn Bragg für die Strukturanalyse von Materialien mit Hilfe der Röntgenstrahlung. Und 1917 an Bakla für die Röntgenspektroskopie. Auch sehr wichtig. Drei Nobelpreise, aber vier Preisträger. Und auch 1924 an Siegmann für Röntgenspektroskopie. Und jetzt Quantenmechanik. Meiner Meinung nach sollen alle dabei sein. Also Max Planck, Johannes Stark. Stark war übrigens ein überzeugter und ziemlich aktiver Nazi. Einstein hat mehrere, mindestens drei Nobelpreise verdient und die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorien werden zum Beispiel in GPS-Technologien verwendet, aber einmal ist schon genug. Niels Bohr. Frank und Hertz, Compton und Wilson, Louis de Broglie natürlich. Unter anderem wäre keine Elektronenspektroskopie möglich, wenn man nicht gewusst hätte, dass ein Elektron auch eine Welle ist. Raman-Spektroskopie ist sehr wichtig, um die Eigenschaften von Materialien zu studieren. Sie wurde sicher irgendwo hier verwendet. Also Heisenberg, Dirac, Schrödinger, natürlich. Ohne Quantenmechanik wäre nichts möglich. Davison und Thomson, Elektronenbeugung durch Kristalle, das ist auch eine sehr wichtige Methode, um die Eigenschaften von Materialien zu studieren. Ich bin sicher, sie wurde irgendwo in der Handy-Technologie verwendet. Also mal für Davison, mal für Thomson. 1943 Otto Stern, das ist sehr wichtig, im Stern-Gerlach-Experiment wurde demonstriert, dass Atome auch Spin haben, quasi ein magnetisches Moment. Ohne wäre nichts möglich, kein Speicher in deinem Handy, wir hätten nie verstehen können, wie Magnete funktionieren und so weiter. Definitiv hier. Isidor Rabi für Kernspinresonanz wurde irgendwo auf dem Weg zu deinem iPhone sicher verwendet und Wolfgang Pauli für Quantenmechanik, für das Pauli-Prinzip auch. 2-2. Bloch und Parcells sind sicher relevant, gemeinsam mit Isidor Rabi, glaube ich, aber bleiben wir mal konservativ hier. Also Max Born auch, also eine Hälfte des Preises bekommen, aber passt schon. Lev Landau, übrigens der einzige Nobelpreisträger, der den Nobelpreis nicht in Stockholm, sondern in einem Spital in Moskau verliehen bekommen hat, nach dem Autounfall. Landau hat die moderne Festkörperphysik mitgestaltet. Das Konzept von Quasiteilchen, Phononen und Elektronen mit einer effektiven Masse, das zentrale Konzept von spontanen Symmetriebrechung, das ist alles dank Landau möglich gewesen. Also definitiv auch ein bisschen dabei. 1964 Wassow, Prochorow und Townes für Lasers, die Lasertechnologie. Das ist so wichtig, es soll definitiv in Orange sein. Quantenelektrodynamik, Resonanzen in Atomen, Antiferromagnetismus, das soll auch im Prinzip dabei sein, aber bleiben wir mal konservativ. Josephson-Effekt wird definitiv in den zukünftigen Quanten-iPhones dabei sein. Leute verwenden Josephson-Junctions, also die Josephson-Kontakte, als eine mögliche und vielversprechende Plattform für die Quantencomputer. Also schauen wir mal. Anderson, Mott und Van Fleck, Nobelpreis 77. Sie haben so viel in ihren Leben gemacht, dass
über den Nobelpreis hinausgeht. Sie haben auch die gesamte Festkörperphysik mitgestaltet. Sie setzt sich auch auf die Liste in Blau. Nobelpreis 78, Dr. Kapitsak hat Suprafluidität in Helium beobachtet und dadurch auch die Entwicklung von Kryotechnik beeinflusst, die überall in Halbleitertechnologie verwendet wird. Also auch dabei. Laserspektroskopie und Elektronenspektroskopie, Blumbergen, Schaulow und Siegbahn, der Sohn von dem anderen Nobelpreisträger Siegbahn, war vermutlich auch überall in deinem iPhone verwendet. 1986 Ernst Ruska für die Elektronenmikroskopie und Binnig und Rohrer für die Rastertunnelmikroskopie. Ohne wäre keine Nanotechnologien möglich, inklusive die Halbleitertechnologien. Deswegen gehört es hier in die Hauptliste. Einmal hier und dreimal irgendwo hier. Bendorz und Müller für Hochtemperatur-Supraleitung. Naja, mag sein. Bleiben wir aber konservativ. Norman Ramsey hat zur Entwicklung von Atomuhren beigetragen. Ohne wäre die Entwicklung von GPS-Technologien auch unmöglich. Warum also nicht? 94 Brockhaus und Scholl, Neutronenspektroskopie und Neutronenbeugung. Sehr wichtig, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Spektroskopien und Mikroskopien. 2007, sehr wichtig, Feld und Grünberg, Giant Magneto Resistance. Riesenmagnetowiderstand, das wird schon in deinem iPhone im Speicher verwendet. Also auf jeden Fall auf die Hauptliste irgendwo. 2010 Graphene, Gaiman Novoselov, das kann auch in der Zukunft relevant sein. Auf Graphene basierte Touchscreens gibt schon, vielleicht nicht in deinem iPhone, aber trotzdem, also schauen wir mal. Topologische Phasen der Materie, das kann auch dem zukünftigen Quanten-iPhone zugutekommen. Schauen wir mal. Kurze Laserimpulse 2018 und jetzt 2023. Das kann auch die Elektronik der Zukunft beschleunigen. Aber schauen wir mal. Und jetzt Chemie. Hier gibt es auch viele Nobelpreise, die im Prinzip relevant sind. Also Arrhenius zum Beispiel, die erste Theorie von Dissoziation entwickelt. Das ist extrem wichtig für alle chemischen Prozesse quasi. Ich bin schon ziemlich müde und deswegen setze ich für Chemie nur das absolut Wichtigste und Unbestrittene auf die Liste. Ostwald, Katalyse, extrem wichtig. 1932 Langmuir und 2007 Gerhard Erdl, Oberflächenchemie, extrem wichtig für alles. Peter Debye hat das elektrische Dipolmoment entdeckt, überall wichtig, Ferroelektrizität und so weiter. Linus Pauling hat die chemische Bindung bis ins kleinste Detail beschrieben. Ich bin ja kein Chemieexperte, aber jemand hätte die Moleküle synthetisieren sollen, die in deinem Handy überall verwendet werden. Also in organischen Leuchtdioden, in Akkus gibt es viel Chemie überall. Wenn du dich da besser auskennst, schreib mir in die Kommentare, wer da einen Nobelpreis bekommen hat. Es gibt viele Nobelpreise für Synthese von verschiedenen Sachen, da kenne ich mich nicht aus. Gibt schon Handys, wo die Bildschirme auf QLED-Technologie basieren? Wenn ja, sind die Quantum Dots natürlich auch auf der Liste. Also wie viele Nobelpreise stecken in deinem iPhone mindestens? Hier auf der Hauptliste gibt es 11 Nobelpreise und 27 Nobelpreisträger. Wenn ich mich nicht irre, ich bin ziemlich müde. Und auch hier mindestens 28 Nobelpreise und 39 Nobelpreisträger, ohne die keine von diesen Hauptentdeckungen möglich gewesen wären. So verwoben und untrennbar gebunden ist die moderne Technologie mit der fundamentalen Wissenschaft. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, du hast was Neues gelernt. Ich habe sicher viel Neues gelernt. Wenn ich den einen oder den anderen Nobelpreis vergessen habe, das ist sicher passiert, schreib mir in die Kommentare, welchen. Und wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal.